Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Planet Crafter mit Voucher und unserem Space Alderle auf Sedilia, der heute die Milestone-Stufe Sauerstoff erreichen wird. Das heißt, wir werden dann eine Atmosphäre haben, keine Probleme mehr mit Sauerstoff. Wir müssen mittlerweile nicht mal mehr laufen, ne? Wir haben ja die ersten Teleporter aufgesetzt. Jetzt habe ich beim Schneiden gesehen, dass ich hier genau dieses Mutagenchen, das habe ich gestern übersehen, aber das ist nicht schlimm, weil heute ist auch noch ein Tag. Ich würde sagen, wir werden diese Larve hier machen, diese neue, ne? Die wollen wir ja auf jeden Fall sehen. Bum, bum, bum. Und bitte einmal forschen. Herzlichen Dank. Zwei Chips haben wir zu entdecken, richtig. Und ich will den nächsten Teleporter aufsetzen. Und zwar an unserem Mutagen-Labor, würde ich sagen. Bauen wir einen auf. Komm, wir gucken mal kurz die Schränke durch, ob wir schon alles haben. Ein bisschen was essen muss ich gleich. Und dann machen wir einfach heute ein bisschen vom Raumschiff. Vielleicht machen wir morgen dann den Rest. Ich muss mal gucken, ob wir das heute schaffen, morgen schaffen. Ich bin da jetzt in einem Chill-Modus gerade angelangt. Das Spiel gibt mir gerade so viel. Oh, ein Zello brauche ich. Ein Zellochen brauche ich dafür. Okay, pass mal auf. Der Schrank im Frank oder andersrum. Der Frank im Schrank, der müsste eigentlich noch ein Opsi haben und zwei hiervon. Genau. Den können wir in die Vitrine stecken oben. Den brauchen wir eigentlich hier nicht. Was fehlt uns jetzt noch, Leute? Ein Zello und ein Superlegierungsstab. 1, 2, 3, 4, 5 plus 1, 2, 3. Ein Alu und schon bist du dabei. So, gehen wir mal ganz kurz nach oben. Erstens mal checken wir, wie weit wir jetzt weg sind. Müsste eigentlich fast so weit sein. Jo, noch 5% knapp. Sehr geile Geschichte. Stromüberschuss haben wir. Jetzt bauen wir den Teleporter auf. Und zwar hinten an der Mutagenfarm. Und ich werde den Rest vom Schützenfest... Jetzt muss ich kurz umräumen. Aber das macht ja nichts, weil hinten brauche ich ja Mutagen, muss ich vorholen an die Base, plus Schwefel. Dann macht es also Sinn, wenn wir uns da einen hinstecken, finde ich. So, pass mal auf, das kommt ja beim Frank. Dann machen wir mal kurz die Pflanzen hier raus. Die Dinger entdecken wir gleich. Ja, mach ich mal kurz hier jetzt. Mach ich mal kurz hier mit rein. So, den Dinger kann ich aufbauen. Ich muss nur rüberfliegen, ne? Und was zum Essen brauche ich noch. Jetzt überlege ich gerade, ob wir heute noch die zweite Farm drüben, den zweiten Bauernhof aussetzen. Mensch, ich habe das mal irgendwann hier weggebaut und seitdem... Seitdem habe ich hier Eisen und Silizium. Wenn wir das jetzt gerade da haben, baue ich das jetzt einmal geschwind auf. Sili hätte ich. Eisen kann sein, der ist leer. Nee, ist nicht. Ja, also. Aber jedes Mal will ich hier raushuschen und dann geht's nicht. Ach Gott, die Dinger haben wir ja auch noch hier. Diese Innenwände, Leute. Wollen wir mal nachher gleich kurz gucken, ob ich oben bei den Innenwänden eventuell die Möglichkeit habe, meine... Obwohl, das kommt, die Kontrolleinheit oben, die kommt ja weg, ne? Haben wir gesagt, das bleibt ja so nicht. Ja, müssen wir mal gucken. Die bleiben erstmal hier. Ich nehme ja mal zwei davon, beziehungsweise eine davon. Die esse ich. Und dann bringe ich noch kurz den Phallus nach hinten. Hier müsste dann auch schon längst mal eine Tür rein, ne? Ja, Mensch, der Schmetterling wird auch fertig sein. Ich glaube, wir kommen heute fast nicht los. Es ist wieder der absolute Traum hier. Eins nach dem anderen wird fertig. Hier, guckt ihr mal die an. Das sah ein bisschen so aus, als ob ich den schon hätte, ne? Nehmen wir gleich mal mit. Und was war jetzt eigentlich mein Ziel? Was war jetzt mein Ziel? Richtig, einmal kurz nach oben in die Vitrine. Gott sei Dank habe ich alles so weit verteilt. Oh, der letzte Platz von der Vitrine. Der letzte Platz von der Vitrine. Muss ich jetzt kurz gucken. Ich würde sagen, Phallus, noch was, zack. Phallus, noch was, zack. Uns Gerätle gestreichelt, während das aufgesetzt hat. Träumchen. Jetzt, wie machen wir das? Pass mal auf, wie machen wir das? Ach so, ich kann ja dann teleporten. Gehen wir mal gucken, welche Schmetterlingskuppel noch frei ist und ob überhaupt überall eine Tür dran ist. Die rechte beherbergt schon zwei. Oben. Oben, glaube ich, die eine Kuppel, da dürfte noch ein Plätzle sein. Da hinten könnte ich noch welche mit reinmachen. Oder tatsächlich ganz oben. Hier oben links. Aber hey, wir haben irgendwie gar keine Tür mehr hier, ne? Habe ich hier eine Tür? Jo, hier ist eine. Dann kommt er erstmal hier mit rein. Ich muss das Ding noch weiter ausbauen, ne? Okay, da war keine Tür. Bengale! Wir haben's, wir haben's. Hier ist noch gar nichts drin. Dann mache ich den schönen neuen jetzt hier mit rein. Hallo? Willkommen im Wahrzeichen der Lebendigkeit. Oh, die haben ja schon fast ein bisschen was von einem Pfauenauge, ne? Von einem interplanetarischen. So gut, so gut. So, pass auf, dann hauen wir jetzt kurz den Teleporter hin. Dann hauen wir kurz den Teleporter hin. Ich würde sagen, den Hinweg machen wir zusammen, den Rückweg blenden wir. Brauchen wir nicht blenden, genau, weil wir teleportieren uns dann nach Hause. Hier, guckt ihr mal an, wie schön der Durchgang geworden ist.
Didi-li-din. Möchtest du einen Schluck trinken? Kein Problem. Nimm dir einfach hier, was du brauchst. Da ist doch gerade ein Schmetterling geflogen. Hier auch. Träumchen. Didi-li-din-din. Und es ist einfach jedes Mal schön, diese Stelle am Wasserfall zu sehen. Das ist der Hammer. Das Coole ist, wenn wir mit den Teleportern auf Vordermann bleiben, Leute, dann können wir uns komplett die Welt, also gerade was das Abfarmen angeht, ne? Jetzt machen wir das gemeinsam und ab morgen brauche ich bloß einmal rüberporten, einsammeln und wieder heim ausräumen. Da bin ich wie die Drohne. Wahrscheinlich bin ich ja sogar schneller wie die Drohne. Schödelidum, dididididim, Pupsi lasse ich oben. Ich würde sagen, ich stelle mir, kann ich mir den da hinten schön in die Ecke stellen? Das wäre doch ein Träumche. Das wäre doch ein Träumche. Ach, das Zello habe ich vergessen. Das Zello habe ich vergessen. Gibt es hier denn für mich geschwind ein Zello oder muss ich jetzt die halbe Welt umkreisen? Ich habe eins gefunden und guck mal auf unseren Index, der neben mir angezeigt wird. Null. Sauerstoff, null die Sekunde. Das heißt, ab jetzt, Leute, haben wir kein Problem mehr hier zu atmen. Das heißt, in einem ganz normalen Tag hier auf unserem Planeten haben wir nur noch die Aufgabe, uns ein bisschen ums Essen zu sorgen. Wir können trinken aus unseren Flüssen und Bächen. Wir können unsere Atmosphäre atmen. Träumchen. Das ist echt ein schönes Gefühl, was dir das Spiel dann so vermittelt. So, ich würde sagen, den machst du genau hier auf die Kante. Oh, ein Teleporter. Ich würde sagen, was schreibe ich denn da rein, Leute? Bio-Labor. Das ergibt sich für mich am meisten. Ist das nicht der Hammer? So, ach so, ja. Jetzt kommt der nächste Punkt. Abschöpfen. Gut, die nehme ich jetzt schon mal mit. Den nehme ich auch komplett mit. Ich würde sogar fast behaupten, das passt so. So, irgendwas wichtig, witzig ist. Daheim. Klack, bin ich da. Natürlich später, wenn wir das Zentrallager rüben aufbauen, wie ich es letztens erklärt habe, dann werden wir die Teleporter natürlich in die Zentrallager integrieren. Obwohl wir es noch gar nicht erreicht haben, ist die Atmosphäre da. Es sind noch 2,5%. Ich würde sagen, bevor der Milestone nicht erreicht ist, gehen wir hier gar nicht weg. Jetzt räumen wir das einmal kurz hier unten aus, soweit ich das geschwind überblicken kann. Ich habe hier ein Eisen. Ich habe hier zwei Kobold. Titan. Und ein Maggi nur. Aber Maggi-Schrank ist recht voll. Bum, bum. Die Geschichte haben wir. Den Schmetterling haben wir versorgt. Die zwei Dinger wollen wir entdecken. Aber weißt du was? Diesen Überschussbauernhof, den hätte ich jetzt schon noch gerne gebaut. Wenn man den hinkriegt. Ich habe die Bienenlarven noch nicht vorbereitet. Ich habe die Bienenlarven noch nicht vorbereitet. Was haben wir für die immer gebraucht? Ein Dünger, ein Mutagen und die ungewöhnliche, oder? Ja, die ungewöhnliche. Boom. Zack, zack, zack. Dann machen wir das jetzt kurz fertig, Leute. Dann haben wir da drüben den Überschuss. Dann produzieren wir Dünger und Dünger 2. Aus dem Herzen heraus. Das machen wir jetzt. Und dann bringe ich auch den Schwefel gleich rüber. Wir brauchen einen Dünger und einen Dünger 2. Aber hey, wenn wir nichts haben in unserem kleinen Leben, ein Dünger und ein Dünger 2 ist immer dabei. Was sind das andere hier noch? Ist Superlegierung. Auch die ist da. So. Das war's. Jetzt warte ich noch kurz, bis die Bienen schon fertig sind. Wenn ich nichts vergessen habe, können wir los. Die Sachen aufbauen. Und dann gucken wir gleich nochmal nach unserem Milestone. Der Milestonski. Das weiß ich bloß nicht, aber ich kann die doch normalerweise einfach hier dazusetzen, oder? Ich muss kurz nachprüfen. Hier, der macht ja den Dünger. Ja, für den Dünger brauchen wir die Kürbisse. Die sind natürlich hier in Reichweite. Und bei ihm bin ich nicht ganz sicher. Er macht Dünger. Und er hat jetzt in Reichweite, jetzt muss ich nämlich mal ganz kurz gucken, im Moment zwei Felder. Jetzt mache ich mal das dritte Feld, das würde ich mir schon so wünschen, wenn nicht, muss ich halt die Automatisierer innen aufbauen, weißt du? Ich würde es gerne hier dazusetzen. Jo, machen wir das Sprinkler hintere. So, und jetzt kommt es darauf an, ob er drei Stück in der Anzeige hat. Jo, hat er. Perfekt. Und den Auberginensamen rein, wupsti, dann ist das Thema auch erledigt. Dann würde ich jetzt hier einfach die Lücke schließen. Das habe ich nämlich zum einen aus stylischen Gründen gedacht. Ach, bis den Bioklumpen habe ich jetzt vergessen. Den Bioklümpi habe ich jetzt vergessen. Aber die Schwefel kommen hier rein und Maschinen produzieren jetzt. Ne? Bum, bum, bum.
Ja, aber komm, das ziehen wir jetzt noch durch. Dann hopfe ich jetzt noch mal kurz rüber, damit wir den letzten Algo noch aufsetzen. Ein Dünger und ein Bioklumpen. Und dann können wir los. Und die zwei Chips machen wir jetzt noch gleich. Ein Dünger ist kein Problem. Sag mal, habe ich nicht Pilze geholt extra? Ich müsste den Bioklumpen eigentlich direkt herstellen können. Ich habe da die Mats besorgt. Ich habe es nur vergessen. Bioklumpus erledigtus. Zack. Und für den letzten Algo brauche ich jetzt noch ein Wasser und ein Dünger. Gut. Ein Dünger. Zack, die mache ich jetzt einmal rüber. Ein Wasser. Jo, gehen wir kurz die Chips entdecken. Dann hole ich draußen das Wasser und dann ist gut. Und schon sind wir auf und davon. Ja, ganz knappe Geschichte. Aber es ist gerade recht, weil wir sind ja jetzt hier auch zum Entdecken. Also, erster Chip. Dekonstruktionsstufe 3, Leute. Und Taschenlampe 3. Und was ein Highlight heute. Bäm, Fisch! Baumverteiler Stufe 3. Wie gut ist das denn? Innerhalb kürzester Zeit haben wir neue Sachen wieder. Die Taschenlampe 3 ist die hier. Aus Sonnenquarz habe ich noch gar nicht entdeckt. Wie gut. Abbaustufe 3. Blazerquarz habe ich auch noch nicht entdeckt. Und Baumstufe 3. Den können wir machen. Aber nicht jetzt gleich direkt. Ne? So, pass auf. Da begrüßt uns schon wieder. Da begrüßt uns schon wieder das Universum. Ist das toll. Wasser brauche ich noch. Ich sage natürlich Hallo zurück. Oh, welch schöne Atmosphäre. Bringst du mir vielleicht gerade einen Sonnenquarz? Oder ist es Fetti? Mist, ich hänge hier drin. Mist, jetzt habe ich es gesehen, bis runterkommt. Da vorne. Ja, es ist doch mein Kumpel, der Fetti Medi. Hallo, Diggerle. Schön, dass du dich wieder zeigst. Ich sammle alles ein, was ich sehe. Nee, das ist leider nichts. Ich sammle auch Sachen ein, die ich nicht sehe. Ja, wenn du nicht wegkommst, was willst du machen? Da bleibst du doch dann daheim, oder? Hier, einmal Pulsi. Gibt schon wieder einen neuen Teleporter. Wenn niemand an dich denkt in dieser Welt, Planet Crafter tut's. So, ich möchte nur natürlich am liebsten die ganzen Geschichten gleich einsammeln. Auch das Licht. Hier hängt noch eins drin. Damit ich die Reflexion spüre von meinem Pulsarquarz. Letztens waren sie so schön dran gelegen. Was kostet eigentlich jeder Teleporter Pulsarquarz? Ja, zwei Stück. Dann brauche ich mich da auch nicht so abmühen, dass ich alle finde. Weil wir können ja auch noch welche farmen, ne? Hier ist auch noch eins, wo ich jetzt mal spontan sehe. Und alles andere gucke ich dann gleich. Aber die liegen halt nicht ewig rum, glaube ich, ne? Wie viel habe ich denn geholt? 5? Das ist doch gerade mal die Hälfte, oder? Weißt du, was halt mies ist? Jetzt habe ich so gerade einen Plan wieder gehabt und jetzt habe ich ihn wieder verworfen. Richtig, Wasser muss ich noch holen, Leute. Bist du was Besonderes, mein Stingele? Ja, natürlich. Ich bin eine gemeine Larve. Ich bin Bankräuber. Sollen wir es aufgeben oder soll ich noch kurz einmal rum? Du darfst in Freiheit leben. Guck mal, wie viele Larven da halt immer aus sind. Nee, ich sehe jetzt spontan, sehe ich sie nicht. Das ist nicht so schlimm, die kommen ja wieder. Gut. Auf geht's. Ja, ein bisschen entdecken will ich heute schon noch gehen. Ey, die Fischstufe, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's so interessant, so mega. Eigentlich ist die ganze Zeit schon interessant, gell? So, komm einmal rüber, den Algo. Und dann werden wir uns gleich mal freuen, wie viel da jetzt rausgeschossen ist schon. Fumm, hier wollte ich den nämlich hinsetzen, dass der sich da schön... Ja, ein bisschen weiter rein darf der schon. So, dann wächst nämlich jetzt hier der Kranz zusammen. Dann wird es hier schön grün. So, bitteschön, einmal für uns, für unseren inneren Frieden. Drei weitere Dünger, ein weiterer Dünger. Ah, okay. Er macht halt weiter, ne? Jo, Schwefel ist da. Also im Prinzip haben wir alles. Jetzt bringe ich die Mats weg und dann flitzen wir mal mit dem Teleporter. Ganz gemütlich. Ist das geil mit den Farmen. Ohne Witz. Diesen Dreier-Baum hier, Leute. Wollen wir mal kurz gucken, ob ich den da irgendwie reinsetze, dass dieser Hügel mal bewaldet wird.
Platziere einen Baumsamen, um Bäume wachsen zu lassen. Bräuchte ich einen Zellulit, 2 Dünger Stufe 2. Kommt den machen wir jetzt auch noch. Dann gehen wir heute rüber ins Raumschiff und machen wir morgen vielleicht dann die finale Runde drüben. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe es jetzt auch nicht so eilig, das alles wegzuballern, weißt du? 2 Stufe 2 Dünger. Cool, dann nehme ich es mir hier raus, bum bum. Und pinne den einmal eben an. Mutagen, Baumsamen und ein Zello. Jetzt komm, dann überleg dir es mal, wenn das jetzt hinhaut, dann haben wir bald Fisch. Hier im Teich vielleicht, ne? Toll. Die sehe ich jetzt bestimmt nicht mehr, oder? Die sind doch bestimmt jetzt weg. Die Taschenlampe, ja, sobald wir die Mats haben, holen wir dann auch die Taschenlampe ran und das Abbaustufe 3 Teil. Bum, 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 bum. Ah, da war der Haufen. Da, guck dir das an. Das sind nochmal die anderen 5. Dann haben wir sie alle erwischt, so wie viel ich weiß. Sehr, sehr geil. Was habe ich gesagt, was ich brauche? Ein Zellulit, ne? Also ich fände es cool, wenn man mal hier oben probieren, wie das dann kommt, wenn ich diesen Hügel so ein bisschen einrahme. Der hat einen ziemlichen Umkreis, ne? Also kann ich ihn da oben draufsetzen? Nicht wirklich, oder? Das wäre ja das Highlight gewesen, stell dir mal vor. Ne, dann setzen wir den so ein bisschen hier. Dass wir denen nicht die Show stehlen. Oder ich setze ihn hier. Hier setze ich ihn, aber dann geht er zu arg in die Base. Das möchte ich dann auch nicht. Nö, hier setze ich ihn. Hier so, dass er die Insel so gut wie möglich einrahmt. Boah, ist das ein Labo. So, Leute. Ich habe natürlich schon ein bisschen aufgeräumt. Jetzt haben wir einiges erledigt. Dann gehen wir rüber und holen uns jetzt ein paar Mats raus drüben. Da bin ich gespannt, wenn wir zurück sind. Wir gucken, dass wir heute auf jeden Fall kurz heimgehen, ein bisschen Materialien weglagern. Weil ich möchte schon sehen, wie das alles rauswächst. Guck mal zum Beispiel da hinten, das haben wir ja auch gemeinsam aufgesetzt. Kleines Waldstück im Hinterhof. Hier, ne? Das ist Hammer, oder? Das haben wir gemacht. So, aber vom Essen her wird es wahrscheinlich knapp, ne? Ich hole mir mal noch kurz einen Hubby. Und da wir im Vulkangebiet sind, sollte man eventuell auch ein bisschen Wasser noch mitnehmen. Machen wir einfach mal so. Ja, machen wir so und gehen einmal hier runter und schnappen uns nochmal die Bönsche. Und dann würde ich sagen, Teleporter. Wo haben wir denn den Link gesetzt? Hier. Ne, nicht. Ist halt einfach cool, oder? Zack, bist du da. So, Leute. Wir waren ja recht nah am Eingang, glaube ich, ne? Wobei es hier mit Sicherheit mehrere Eingänge gibt. Ich weiß ja nicht mal mehr, wo der war. Da war es nicht. Beziehungsweise hier vielleicht an dieser Rampe? Nee. Ah, hier. Jetzt. Deswegen haben wir es auch da hingesetzt, gell? Das war aber ein Kreuzer, ja, mein lieber Mann. Könnte vom Gefühl her das größte sein, das wir bisher gesehen haben. Wir beginnen links. Serverschränke und so machen wir alles mit in einem Atemzug, ne? Was war das? Ah, das sind die Serverschränke, da geht schon los. Ist halt auch jedes Mal ein Item gleich, ne? So. Ja, ich will es eigentlich nur entdecken. Also ich brauche jetzt nicht jedes einzelne Teil, das hier irgendwo versteckt ist. Das ist nicht meine Art. Dass ich da so akribisch, weißt du, wenn mir dann irgendwann mal was Spielrelevantes fehlt. Oh, 100 Stück? Das ist ja cool. Wenn mal was Spielrelevantes fehlt, kriegt man es ja mit und dann guckt man gezielt, ne? So mache ich das immer. Alles andere finde ich eher nervig. So, die Frage ist, da ist noch zu, hier geht eine Leiter hoch. Und da ich ja keine Luftprobleme mehr habe, muss ich mich natürlich auch erst dran gewöhnen.
können wir natürlich eine ganze Ecke gechillter vorgehen wie sonst, ne? So. Okay, irgendwo habe ich jetzt technischen Schutz zerlegt. Ah, hier. Dieser Schutt ist erledigt. Es muss ein Riesending sein, Leute. Das erste Mal, seit ich jetzt spiele, dass ich leichte Performance-Sprünge merke hier. Ist das auch was? Weltraumnahrung. Linifolia, Baumsamen. Ist der dunkel, das sieht man es dann nicht. Es könnte Kaffeemaschinen sein, moderne. Okay, ich habe mich schon verlaufen. Ich weiß schon immer, wo ich bin. Ich habe keinen Plan mehr, wo ich bin. Der Schrank zählt offensichtlich als keiner. Shanga-Samen. Er sagt nichts von Abbaustufe 3 einlegen oder so. Also es sieht so aus, als ob ich dies nicht aufbekomme. Die kann ich auch nicht zerlegen, auch nicht öffnen. Irgendwo da sind wir hergekommen. Junge, Junge, ist das ein Riesending? Ist das ein Teleporter vielleicht, den ich abbauen kann? Hier ist auch wieder, ne? Da brauchst du dann schon zwei offensichtlich. Eine Methankartusche liegt hier immer so rum. Ich sie mal mit. Den kann ich leider nicht abbauen. Der Schlauch führt auch ins Nichts. Junge, Junge, ist das ein Riesenlappen von Schiff. Da sind wir wieder hier. Jetzt musst du aber echt froh sein, dass du atmen kannst in dem Ding, weil da würde ich mich... Oder geht's hier gar wieder runter? Boah, diese Mussi, da wartest du dann doch irgendwie gefühlt, da geht gleich was los, ne? Ey, wir haben so richtig, richtig schön viel verschiedene Sachen schon am Start. Wie komme ich wieder raus hier? Ja. Ich räume gerade mal, wenn wir einen Schrank haben überhaupt. Das muss ich mal gucken. Jo, irgendwie ist das so Standardding für uns. Die da nehme ich natürlich auf jeden Fall nachher gleich mal mit rüber. Die Weltraumnahrung, oh, die können wir dann essen. Im Prinzip sind unsere Bohnen besser wie die Weltraumnahrung, gell? So. Eier können wir gehen nochmal rein. Einfach mal in die andere Richtung vielleicht noch. Ich will mal kurz gucken. Ist das nicht die Kommunikationsantenne, die wir auch gebaut haben? Ist das ein Riesenteil? Ultra krass und groß. Andere Frage ist unten oben, ja. Ich gehe jetzt einfach mal rechts rum. Also hier hat es einiges zu schaffen, das Spiel, mein lieber Mann. Ist das Schrott, den ich wegmachen kann? Ah, da hinten guckt die Lava schon raus. Das brauchen wir da nicht unbedingt. Da war wieder eine Kiste, die will ich natürlich mal anmachen, aufmachen. Dünger, ja, hätten wir jetzt nicht so den Bedarf, wie es schon mal irgendwann war früher. Der Dünger und wir verstehen uns. Wir sind Freunde geworden über die Zeit. Da hat es nochmal Serverschritt. Ah, okay. Der hat einfach eine Reichweite wie Sau, ne? Weil manchmal denke ich, als ich übersehe dann was. Okay, jetzt haben wir das hier aufgemacht. Da war auch wieder eine Leiter da vorne gerade, ne?
Ja, gut. Zello sollte man in Zukunft halt immer liegen lassen, weil das habe ich jetzt schon ein paar Mal gebraucht, weil ich es einfach zu wenig abfarme. Budelidum. Hier muss ja irgendwo auch eine Nachricht sein, ne? Wenn das da oben mit der Kommunikationsantenne. Oh ja, geil. Gut. Taschen voll. Einmal kurz einen Blick hoch riskieren. Ja, da müssen wir auf jeden Fall noch einmal hin und dann, wenn wir noch mal hin müssen, irgendwann schätze ich, weil das ist echt richtig groß. Und ich habe das jetzt auch nicht wirklich systematisch durchgesucht, gell? Aber ich finde, so ein Geheimnis muss nicht direkt gelüftet sein. Ja, guck mal, jetzt noch mehr Zeugs dann da hinten. Schauen wir mal, ob wir mal rausfinden. Was mich jetzt natürlich interessiert, ist diese Teile, ne? So, pass mal auf, ich mach mal alles rüber, was wir jetzt drüben nicht gleich brauchen. Das sind dann zum Beispiel diese Blumen. Das hier würde ich ja fast mitnehmen. Die gönnen wir uns jetzt einfach mal, das auch. Warum soll es uns nicht gut gehen? Haben wir uns ja erarbeitet. Und dann würde ich sagen, einfach mal so durch. Das hier wäre vielleicht was, das nehme ich auf jeden Fall mit. Das hier nehme ich mit, das machen wir selber. Die Essensdinger können wir schon mal mitnehmen. Und die hier. So, und das Schöne ist jetzt wirklich, und das muss ich einfach mal sagen, das ist richtig cool, dass wir jetzt einfach mal hier... Ist das nicht geil? Jetzt will ich natürlich auch wissen, was macht mein Index? Wir sind bei 2,14% Fisch. Was mich auch interessiert, Sammler des Wasserlebens sammelt je nach Standort Phytoplankton und Fischeier. 155 ppm, also da sind wir noch super weit weg. Der Dreier hier kommt mit 1333. Ja, wo den spüre ich schon ein bisschen. Osmiumstäbe zu machen. Kernfusionszellen, wenn wir die Zellen haben hier mit 45 GTI. Auch nicht mehr so weit weg. Dann können wir die Raumschiffe, die dritte Runde. Und dann kommt die Drohne mit 62 und die will ich dann schon demnächst. Da hätte ich schon Bock drauf. Was kommt hier als nächstes? Die Heizung 5 mit 8,3. Dauert noch eine Weile. Der nächste, oh, Leox-Schmetterlingslarve kommt mit 1,0. Ne, mit 2. Wir sind bei 1,0. Mutagen, Bienenstock 2. Und bei 50 kommt dann die Geschichte. Okay. Richtig, die Innenwände wollte ich noch probieren. Was war denn für die Innen? Okay, wir müssen mal kurz ausräumen. Machen wir das Licht aus. Gucken wir mal hier rein. Ja, jetzt pass auf. Und da werde ich jetzt heute wahrscheinlich auch gleich mit euch noch was machen. Ja, ich schicke einfach mal welche hoch. Wir müssen mal gucken. Wir können ja, wir produzieren ja auch schon ein paar Sachen. Vielleicht ist auch was dabei. Was wir vielleicht jetzt erstmal hochschicken, bis ich soweit bin mit der Produktion von Triebwägen. Hier machen wir das Zello kurz rein. Und dann machen wir hier einmal. Okay, hier ist voll. Brauche ich neue Schränke, ne? So, jetzt pass auf. Was habe ich gesagt? Die Innenwand will ich probieren oben, dass wir das Ding wieder zusammenheften können. Da brauche ich zweimal Eisen. Gehen wir einmal hoch. Dann bräuchten wir theoretisch, wenn ich die jetzt wegmache und die hinmache. Ah, okay. Das ist keine Glasinnenwand, außerdem sieht es auch so blöd aus, ne? Gut, aber jetzt weiß ich's. Dann lasse ich mir was anderes einfallen. Da ist ja eh Umbau, ist nicht so schlimm. Aber es ist halt eine ganz normale Trennwand, ne? Gut, jetzt haben wir ja aber erst... sind wir erst froh gewesen, dass wir die Balken hier wegkriegen. Jetzt ziehe ich keine Trennwände ein. Guck mal den fetten, geilen Baumann, wie der da rumsteht. Boah, Alter, das ist... Oh, wir haben jetzt unser... Das Ding ist schon rausgewachsen. Komm mal mit. Schade, dass gerade der Effekt kommt, aber hey. Etwa so habe ich es mir vorgestellt. Gut, den habe ich nicht so geplant. Wobei der sich auch schön daran schmiegt. Nee, das lasse ich so. Ist das super? Ha ja, mal... Alter, guck mal die Reichweite an, ne? Ist es super.
Ich baue nur noch die großen jetzt. Guck mal, selbst hier überall, die Natur holt sich zurück, ich sag's dir. Lass mal kurz was gucken. Los, einmal überschauen. Also auf die bin ich ja ganz verrückt, das haben wir ja gesagt, ne? Stoff wäre eine Option. Aber guck mal. Moment mal. Hä? Ein Raketentriebwerk bringt 13. Hä, aber das wäre ja Blödsinn dann. 2 Uran, eine Superlegierung und ein... Die bringen 6. Der bringt 13. Superlegierung selber kannst du nicht, Uran auch nicht. Wenn ich von denen, also um da drei, wenn ich von denen 2 Stück hochjage, der wird besser, ne? Ja, aber dann lass uns doch Stäbe hochschicken. Oder hey, Bakterien, wenn ich drüben nochmal dran gehe, an die Automation. Pass auf, wir machen jetzt einmal eine Rakete klar. Ja, wäre ja Blödsinn. Dann mache ich 2 Stäbe. Das wird automatisiert besorgt, das Zeug. Dann brauche ich mir da jetzt im Moment keinen Kopf machen. Die Superlegierung spare ich mir dann auch, weißt du? Ah, da steht der Handelswert auch dabei. Das ist ja witzig. Ja, das ist ja super. Jetzt pass auf, dann machen wir mal Folgendes jetzt. Ja, mach ich jetzt nicht rum. Gib mir mal hier ein paar her. Zack, zack, zack. Zack. Und... Boom. Dass ich mal was hochschicke, dass wir langsam anfangen zu sammeln, sonst kommt man das Zeug nämlich nicht ran in der Staffel. Soweit ist klar, was ich jetzt die ganze Zeit noch überlegt hatte. Richtig, die da. Rechtsklicken, um zu erwerben. Boom. Boom. Ich muss nochmal die Rezepte durchgucken, das ist halt alles so viel. Ich kann ja die hochschicken und dann immer noch, ne? Im Moment brauche ich es nicht in der Masse. Ist für mich vollkommen okay. Und weil ich halt echt Bock habe, das jetzt gleich zu sehen, schicke ich sie dann direkt los. Wo war denn der Button von dem Ding? Ja, bring mir Guderlen. Ach, dann ist das Ding weg. Das Menü ist scheiße. Ich wollte nur mal gucken. Na gut. Aber wenigstens weiß ich, wann sie zurück ist. So, meine Lieben, dann würde ich jetzt aber auch gar nicht irgendwie der Presser machen, ihr wisst Bescheid. Die Bäume sind noch gar nicht ganz fertig gewesen, das gesehen, die zucken noch. Wahnsinn. Was bringt denn so ein Dreier? Vielleicht können wir davon auch mal ein paar aussetzen einfach. Weißt du, dass noch ein bisschen mehr geht, wenn ich es sehen würde hier. 1250 auf Pflanzen und 8500 aus Sauerstoff. Ich muss kurz was gucken, bitte. Alter, wie, guck mal den. Siehst du? Und wir hätten hier noch Bäume. Das heißt, wenn ich den irgendwo mittig pflanze, kann ich einen richtig fetten, dichten Wald aufbauen. Da wollte ich aber nicht hin. Hier wollte ich gucken. Mit Sauerstoff. Was wäre denn jetzt cool? Also, die Reihe wäre halt schon cool, ne? Und das ist der Gesamtindex. Das heißt, der ergibt sich ja aus den Sachen hier. Und was gibt es hier noch so? Schmetterlingsfarm. Oh, die ist bestimmt auch cool. Boah, auf den freue ich mich wie Sau. Bewegt einen globalen Herstellungsbonus durch die Verbreitung von Insekten aus dem All. Freischaltung bei Ulani-Fischeier. Ich muss mal kurz was gucken, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe was übersehen. Wir hatten ja schon mal diese Fischeier, aber ich glaube, wir können damit im Moment noch nichts anfangen, oder? Ja, das habe ich ja alles noch nicht, ne? Also da sind wir halt einfach noch ein bisschen weit weg. Gut, Leute. Bakterien. Komm mal mit, wir gucken mal ganz kurz was. Vielleicht kriege ich einen Überschuss generiert. Drüben, weil Mutagen, ganz ehrlich... Also ich würde jetzt sogar fast sagen, wir brauchen uns hier bei Mutagen erstmal vorläufig keinen Kopf machen, weil... Weiß ich, wie ich meine. So.
Die Bakterienerzeugung. Algen, Wasser. Soweit klar. Aus den Algen und Wasser macht er Bakterienproben. Und ich habe hier für die Bakterienproben... Wie viel hatten der hier drin? Die Algen. Ich mache noch ein Algo hin. Und ich glaube, wenn die Wassersammler voll sind, brauchen wir da nicht nochmal eins. Okay, da sind auf jeden Fall genug drin. Hier ist voll. Also, dann baue ich hier noch ein Algo mit dazu. Und dann kann ich die Bakterien hier genauso abschöpfen. Finde ich eine ziemlich coole Idee. Dann können wir nämlich die hochjagen, weißt du? Ich glaube, das mache ich, Leute. Das bereite ich auf morgen vor. Beziehungsweise, ja, muss ich ein paar Sahne herstellen. Dann hauen wir hier noch so ein Algo dazu. Dann haben wir einen Überschuss Bakterien, den ich dann abschöpfen kann. Und dann haben wir immer hier auch ausreichend Mutagen und dann sind wir durch. So, ich will ganz kurz eins machen. Damit ich das nicht jedes Mal mit rübernehme. Ich gehe dann einfach ab und zu und tue sie hier in den Schrank und dann hole ich immer mal so eine ganze volle Ladung. Weißt du? Den könnte ich wegsetzen, ja. Was hast du? Bewässerungsprobleme? Nö, setz den einfach mal spaßhalber hier nebendran, wenn es geht. So. Genau. Tu mir mal einen Gefallen, baller das mal weg. Da müssen wir auch noch einen Recycler aufsetzen, der das oder auseinandernimmt, dass wir es noch benutzen können. So. Dann sammle ich das zukünftig hier. Das nehme ich mit rüber zum Einkippen, bis der draußen wieder fertig ist. Fertig. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Wahrscheinlich machen wir morgen eine längere Tour am Raumschiff hinten. Ich muss mal gucken, wie ich drauf bin. Und hier setze ich den Algo dazu. Und wir sind bei 3,4% auf dem Weg zu Fische. Durch das, dass ich es umgebaut habe, muss ich das jetzt hier wieder rausnehmen, denke ich mal. Ne? Oder habe ich das falsch umgesetzt hier? Jo, hab ich falsch gesetzt. So, meine Lieben. Ich glaube, wir sind wieder eine Stufe weitergekommen. Lass mich nur mal meinen Wald angucken. Guck dir das an. Wie der das schön einfasst hier. Überleg mal, wie wir angefangen haben. Und jetzt kommst du hier aus der Base raus und es sieht so aus. Und das Wahrzeichen hat sich tierisch gelohnt, gell? Das sieht man halt erst, wenn man dann hier ist. Komm, da gehen wir auch noch ganz kurz. Da müssen wir auch noch mal kurz Schwefel einkippen und noch mal kurz einen Checker machen. La-di-dam-di-da-di-dum. So, ihr könnt wieder produzieren. Hä? Ah ja, okay, ich verstehe. Ich verstehe nicht. Der macht es dann irgendwie von alleine, holt er sich die ganzen coolen Sachen ran. Das ist ja witzig. Dünger. Dünger 2. Beides sind im guten Verhältnis. Und hier wollte man ja dann später noch die Nahrung herstellen. Ne? Das können wir dann auch noch angehen, das Thema. Lass mich mal gucken, was aus den Algen geworden ist. Hallo. Ey, das ist so gut. Guck dir das an. Zupf. Könnt jetzt auch einfach mir was pflücken und essen. Schön. Ja, ich bin happy. Ich freue mich schon auf morgen, wenn es weitergeht, Leute. Wie gesagt, wir müssen auch wieder ein paar Raketen hochziehen. Ist die eigentlich zurück? Ah, so gut wie, ne? Ah, die braucht noch 3 Minuten. Gut, aber sie wird runterkommen. Ist das schön. Ich freue mich auf morgen. Bis dann.